Moin moin miteinander und herzlich willkommen zu Dragon's Dogma. Oder guten Abend, könnte man ja auch sagen, ne? So, wir waren hier, weil wir ein paar Quests machten. Einerseits hier. Verpflegen. Ach so, das Ambrosia-Fleisch brauchen wir für ihn, ne? Saures Ambrosia. Saures Ambrosia-Fleisch. Wo soll ich so ein Zeug denn finden? Außerdem haben wir mit Aldus gesprochen. Und er würde sich als Zeuge anbieten, allerdings würde er. Moment, wo sind die Aufträge? Da sind die Aufträge. So. Hier, wo ist jetzt nochmal. Da, Prüfung und Prozesse. Genau. Allerdings würde Aldus sich als Zeuge gegen Fornival anbieten und nicht für Fornival. Ne? Sammelt Beweisstücke und Aussagen für Fornivals Prozess. Und erstattet Aldus Bericht. So, eilt euch, die Zeit wird knapp. Ja, die Zeit wird knapp. Wir haben, ich weiß nicht, 2 Tage? Frist endet bald oder ein Tag? Wir machen mal Folgendes. Wir reisen jetzt am besten zurück in die Stadt. Genau, Grand Sorin. Weitere Beweise werden wir nicht einreichen. Und dann, naja, gucken wir, was passiert, ne? Mehr können wir auch nicht tun, ne? Wir sind ja nicht irgendwie allmächtig, wir sind nur der Erweckte. So. Okay, im Dunkeln möchte ich auch nicht die ganze Zeit rumlaufen. Wer bist du denn? Und da ich nicht im Dunkeln rumlaufen möchte, außerdem auch schon bestimmt ganz müde bin, werde ich schlafen gehen. Ganz kurz, wie sie... Ah, oh, schwer, schwer, sehr leicht, 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 leicht. Wenn wir schwer... Wisst ihr, was ich überlegt habe? Ob ich nicht für kurze Zeit... wechsle zum Krieger. Denn Brienne hat eine ganz tolle Fähigkeit, dass sie mehr tragen kann. Ich glaube, diese Fähigkeit möchte ich auch haben. Gehen wir mal auf Erlernen. Und gehen wir mal auf Brienne. So. Wo ist das Muskelkraft? Da. Gewährt Energie, um zusätzliche Lasten tragen zu können. Ich finde diese Fähigkeit echt gut. Und ich glaube, diese Fähigkeit hat halt, ist eine halt Kriegerfähigkeit, ne? Dann wäre ich nicht immer so überlastet sofort. Also vielleicht sollte ich eine kurze Zeit lang als Krieger spielen, um dann Muskelkraft anwählen zu können. Und dann wechsle ich wieder zurück. Hochgefühl. Was kannst du denn sowieso sonst noch so machen? Irgendwas Neues, was wir dir kaufen können? Nö. Brienne ist so, wie sie ist, echt gut drauf. Also sie hat alles freigeschaltet, ne? Ich kann für sie nichts mehr freischalten. Kann ich für mich denn noch? Donnerexplosion. Zurzeit habe ich Stoßexplosion. Komm. Zack. Pulverangriff. Grausamer Stich. Ah, für den Dolch, ne? Aber Dolch nutze ich nicht. Moment. Was ist das nochmal genau? Eine erweiterte Form von gefährlicher Stich, mit dem weitere Angriffe folgen. Okay, gefährlicher Stich, den habe ich doch hier irgendwo.
Da. Ach so, erzeugt wiederholte Angriffe auf besonders große Gegner. Genau, das kann man machen, wenn man dann auf so einem Zyklopen draufhängt. Ja, Ich überleg's mir mal für irgendwann. So, Bogen. Hat der Bogen irgendwas Interessantes Neues? Nö. Schade. So, Kernfähigkeiten. Vorwärtsrolle. Führt im Fallen eine Vorwärtsrolle aus, eignet sich besonders als cleveres Ausweichmanöver. Dolch. Schild. Unabhängigkeit. Gewährt zusätzliche Stärke und Abwehr, wenn der Anwender alleine in den Kampf zieht. Optimismus. Giftigkeit. Erhöht erheblich den angesammelten Schaden durch Giftangriffe. Das sollte ich vielleicht nehmen. Denn ich habe ja den Bogen und der Bogen benutzt ja Gift oder der vergiftet ja. Die Frage ist, was werde ich dann dafür aufgeben? Okay, Punkte habe ich ja genug. Also kaufen kann ich es ja erstmal. Und ich werde auch noch Punkte sammeln. Also von daher ist das ja jetzt Wurst. Gucken wir mal, ob wir das überhaupt jetzt nehmen können. Also. Schneid. Bewirkt, dass die Beweglichkeit erhalten bleibt, auch wenn die Ausdauer bereits verbraucht ist. Beständigkeit erweitert die Obergrenze der Ausdauer. Halbiert die Schwere erlittener Verletzungen, wenn das Schwert in der Scheide steckt. Ach so, wenn ich überrascht werde, ne? Okay. Dann mache ich die Achtsamkeit weg. Dann ist das halt so und nehme Giftigkeit. Zack. So, jetzt bin ich. What will it be Jetzt bin ich today? giftig. So, Have a weggehen. pick, any you like. Verwaltung des What will it be Lagers. today? Einlagern. Was können wir einlagern, damit wir nicht so schwer beladen sind? Sprengpfeile. Naja, manchmal sind Sprengpfeile ganz gut. Schlangenhaut. Komm. Spinnengift. Alte Steintafel, Duftwasser und so weiter. Und so weiter und so fort. Das hier könnt ihr aber halten. Hier. Unsignierter Brief. Das könnte ich vielleicht noch brauchen. Das Suchermedaillon erstmal nicht. Kriegshorn. Banner, Skelettschlüssel. So, komm, Möhrchen. Möhrchen ist sowieso zeitgebunden. Große Nuss. Ich gucke so nach besonders schweren Sachen. Heilung, Besessenheit, lieber, das behalte ich lieber. Heilung ist ziemlich alles. Gunst bei Reinhardt. Davon brauche ich doch mit Sicherheit nur einen. Ich bin immer noch schwer beladen. Was habe ich denn noch besonders Schweres bei mir? Flasche mit Öl.
Drachenwehr-Duftwasser. Nee, bleibt nur die Kräuter wirklich, ne? Okay. Flüssiger Elan. So, weg mit dir. Jetzt bin ich auf Mittel. Aber sobald ich irgendwas nehme, bin ich wieder. Pilzsuppe. Na gut. Leute, erstmal muss das langen, sonst kommen wir ja nie zum Spielen. Außerdem, also, ja, wir wollten ja eigentlich nur schlafen. Eigentlich wollten wir nur schlafen. So. Bis zum Morgen bleiben. Zack. Tim, trim. Na, Zugriff auf den Server, ja. Darfst du ruhig. Na komm, komm. So, plopp. Plötzlich war es da. So, Speichervorgang läuft. Computerbild nicht ausschalten. Die sind alle so klein, irgendwie meine neuesten Vasallen. Guckt euch das mal an. Vivi und Catherine. Die sind irgendwie nur, keine Ahnung, 1,40? Wenn überhaupt. Das Manöver! Was ist denn das? Gesuch um Eskorte. Nee, Eskorte. Auf Eskorte habe ich jetzt keine Lust. Eskorte ist blöd. So, der hat mir was über Selene zu erzählen gehabt, ne? Der sagt mir rausgehen oder zum Schloss gehen. Frist endet bald. Okay, das Urteil wird jeden Moment gesprochen. Wann wird wohl die Verhandlung beginnen? Also, dann laufe ich mal zum Schloss. Entschuldigung. Someone in the castle must be the Knight's champion. But who? So, Fornival ist noch da. Hey, Forni. Okay. Irgendwas Neues hat er nicht zu sagen. Dann gehen wir mal zum Schloss. Ich möchte die Quest jetzt einfach abschließen. Die ist so ein bisschen nervig, muss ich gestehen. Zumindest nervig für mich. Weil es halt ganz viel hin und her ist. So, hier oben ist bestimmt Aldus, richtig? Ja, da läuft das schon. Hier, lauf nicht so schnell. You are to see me for your assignments, and I speak. Ja, das weiß ich doch. Make your choice, sir. I would ask you to seek out material evidence. The inquest. So, Geschenkliste, okay. Nee, die.
Ich will ihn ja freigesprochen haben. Die große Frage ist also, wie lange soll ich jetzt noch warten? Ich habe auch nicht so wirklich mitgezählt, ob es jetzt 3 Tage sind, die rum sind, oder... oder 4. Oh, hallo? As if we hadn't caused Randall. Worry already. Ich gehe mal kurz in dein Zimmer, Randall, ne? Oh, aber hier ist nichts. Die Möwen quieken. Ah. Ja, das ist mal eine Aussicht, ne? Das ist mal eine Aussicht. Ich frage mich, ob wir irgendwie noch höher kommen können. If you've no business with the Duchess, I'll ask you to go no further, sir. Also, wenn ihr nichts mit der Herzogin zu besprechen habt, dann geht nicht weiter, Herr. Doch, ich habe auch was mit ihr zu besprechen. Oh, Schlaf gemacht? Da ist die Herzogin. Hallo, Frau Herzogin. Kommen Sie mal hierher. Ich weiß nicht, ob ich rein darf. Ich weiß auch gar nicht, ob ich überhaupt die Tür öffnen durfte. Na gut, ich bin ja schon fast drin. Ne? Die Wache bleibt ruhig. Oh. Wer sind Sie denn? Greetings to you, Aris. Mirabelle. Have you met with my Miss... the Duchess Eleanor? Was ist denn hier? Läuterungstrank. Hm. Hey, du. Ich habe ihr gerade Geld unterm Bett geklaut. Do you seek the Duke? I should think about working as Sailor at this hour. Okay, vermute ich ihn bei der Arbeit in seinem Privatgemach. Okay. Ich kann hier noch mehr sammeln, ne? Was hat sie noch so unterm Bett versteckt? Nein, ich will sie nicht beklauen. Okay, auf jeden Fall hat sie nichts Besonderes zu sagen. Schade. Hätte ja sein können, dass die auch eine Meinung hat. Ah, es geht doch noch höher. Tralala. Sieh an, sieh an. Ups. Da ist mir glatt das Schwert ausgerutscht. Eingemachte Pilze, wer will denn sowas? Ja, eigentlich... Oh. Oh. Eine offene Truhe. Das heißt, ich muss hier schon mal gewesen sein. Wahrscheinlich bei den Aufnahmen, die ich ohne Kommentar leider gemacht habe. Und große Nuss, na. Was haben wir hier? Öl. Ja. Öl nehme ich mir ein bisschen was. Denn ich glaube, mein Öl wurde so ein bisschen knapp schon. Flasche mit Öl. Ja, das nehmen wir dann auch. Heilbrunnen. Ja, nehmen wir auch. Teuer bin ich wieder. Wieder schwer belastet. Und hier ist eine Tür. Eine Tür, die wohin führt? Wir wissen es nicht. Wachstation. Ohne Wachen drin. Tablett. Leere Schriftrolle. Boah. Damit können die nichts anfangen. Ja, eh alles Söldner. Die können nicht lesen. Große Nuss. Könnt ihr selber essen. Okay. Höher kommen wir aber nicht mehr, ne?
keine weitere Leiter. Aha. Lagerhaus. Guten Tag. So, what of your audience with his grace? Even in age, he cuts an imposing figure worthy of the title Dragonsbane. Okay. Drachenbanners? Dragonsbane ist ja nicht wirklich Drachenbanner, ne? Von Bannen, ja. Aber Drachenbanner würde ich Dragonbane jetzt nicht übersetzen. Na gut. Also der Herzog trägt den Titel Drachenbanner. Darf ich das hier öffnen? Komm. Du guckst ja gerade nicht, ne? Amulett des Eroberers, okay. Ich mach nur auf. Fremdländisches Messer. So. Jetzt ist meine Neugier befriedigt. Aha. Kamera. Guten Tag. Oh, it's you. Bugger off. Verschwinde. Dann tschüss. Dir will ich auch nicht reden. Privatgemachtes Herzogs. Darf ich hier rein? Die Herzogin meinte, er ist hier. Ist er aber nicht. Tja, so kann man sich irren. Wo könnte er wohl sein? Versammlungshalle? Vielleicht ist er bei einer Geliebten. Nö, er sitzt hier. Und doch. If it is work you want. Seek Aldous. Idiot. Der ist echt ein Idiot. Ich hau dir gleich eine. Ja, okay. Ich vermute, wir werden, ich weiß nicht, noch einen Tag warten müssen? Also ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass es noch einen Tag dauert. Und dann ist tatsächlich. The verdict draws near. We'd best prepare. Okay, die sind der Meinung, Fornival wird wohl freigesprochen. Eure Zuversicht hätte ich auch gern. Halt. So, Truhe auf oder zu. Sie ist auf, also nichts drin. Remember to save enough for lodging. So, okay. Ich werde jetzt einfach nochmal einen Tag schlafen, damit der Tag vorüber ist, damit wir endlich mit der Quest weiterkommen und wir irgendwas anderes machen können. Ne? Denn also diese eine Zeitquest ist ja... Also ich kann nichts anderes machen, weil ich dann vielleicht nicht schnell genug wieder hier bin. Ne? Okay, also ich
Geh jetzt schlafen und dann gibt es morgen möglicherweise, ja, Brienne, gibt es morgen möglicherweise dann die Verhandlung oder was auch immer. Oder er wird freigesprochen oder für schuldig befunden. Und dann gucken wir mal, was wir danach machen. Ne? Gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich fürs Zugucken und sage bis bald.